So, liebe Freunde und Freunde, wir wollen jetzt weiter diskutieren über die Frage, wie wird Umverteilen organisiert. Wir wollen uns jetzt spezifisch die Situation hier in Berlin anschauen und mit Initiativen darüber diskutieren, was in dieser Stadt zu tun ist, damit Umverteilen funktioniert. Gemeinsam diskutieren miteinander werden jetzt Kotti und Co., die noch im Stau stecken und gleich da sein werden. Es wird der Erwerbslosen... Wie nennt ihr genau? Danke, der Erwerbslosenausschuss, Entschuldigung, von Verdi über die Frage mit uns diskutieren und darüber hinaus das kritische Aktionsbündnis 20 Jahre Tafeln über die Auswirkung der Umverteilung von unten nach oben mit uns reden. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr zuhört. Schön, dass ihr da seid. Durchs Programm wird Monika von Attac führen. Birgit von Attac, aber macht nichts. Okay, also... Der Tahir von Kotti und Co. soll bitte sofort hochkommen, wenn er irgendwo ist. Ich fange mal an. Ich fange mal an mit Ulla Pingel vom Verdi Erwerbslosenausschuss. Sie haben wahrscheinlich alle mitgekriegt, dass gerade das Jubiläum 10 Jahre Hartz IV war. Ich selber fand so, dass die in der Presse eigentlich das erste Mal wirklich über Lohndumping und prekäre Arbeitsverhältnisse geredet wurde. Und mich würde jetzt interessieren, wie sieht das von der Aktivisten- und Aktivistinnen-Seite aus? Also erstmal schien es ja sehr kritisch zu sein. Ne? Also, wie war Wie ist es? Wie, was ist kritisch? Die Agenda 2010 ist nicht kritisch, sondern das war die absolute Schweinerei, das einzuführen, Punkt 1. Und wir leiden hauptsächlich darunter, dass im Grunde genommen seitdem eine Kampagne gegen Erwerbslose gemacht wird nach dem Motto, es gibt keine Massenarbeitslosigkeit, sondern der Erwerbslose ist selbst schuld. Also das heißt, es wird immer wieder von vorne erzählt, sie sind zu faul zum Arbeiten, von daher müssen wir Druck machen. Wir müssen Sanktionen den Menschen geben. Das heißt, es gibt jetzt die neueste, also es gab ja ein Eurojobs, es gab unbezahlte Praktika, jetzt diskutieren wir Scheinehrenamt. Das heißt, wir haben immer neue Blüten, die im Grunde genommen entwickelt werden, wo normale Arbeitsplätze verdrängt werden. Und unser Grundproblem ist, jetzt gibt es eine neue Kampagne in der Bildzeitung, da sitzt dann plötzlich eine Erwerbslose, die krank ist, in der Hängematte und vorher sind Palmen und dann wird gesagt, naja, die machen krank und weil sie krank sind, müssen wir sie sanktionieren. Das heißt, wir kämpfen gegen Sanktionen, wir kämpfen gegen einen Eurojob und auch gegen, dass immer mehr Rechte eingeschränkt werden. Also wir machen beispielsweise jetzt eine Kampagne gegen die Verschärfung der Prozesskostenhilfe. Da bitte ich euch alle, das mit zu unterzeichnen und das heißt, das werdet ihr auf der Verdi-Seite bei den Erwerbslosen finden. Das ist eine Geschichte. Die anderen Sachen sind natürlich auch Wohnraum. Das heißt, wenn man Arbeitslosengeld 2 bezieht, hat man ein geringeres Einkommen, auch wenn man Aufstocker ist. Und Berlin ist im Grunde genommen die Hauptstadt der prekären Beschäftigung nach unserer Einschätzung. Und von daher haben wir an allen Ecken und Enden fehlt es. Also das heißt, der Sozialstaat ist im Grunde genommen zurückgefahren worden bis zum Abwinken und wir treten dafür ein, innerhalb der Verdi, dass man von Arbeit leben können muss. Das heißt, wir treten für Mindestlohn ein auf der einen Seite und für eine Erhöhung der Regelleistung auf der anderen Seite. Auch ohne Arbeit muss man leben können. Und wir sind heute, naja, also das heißt, wir arbeiten heute innerhalb von Gewerkschaften, weil wir auch Unterstützung benötigen von Beschäftigten. Also das heißt, nicht nur, dass wir uns allein organisieren, sondern wir brauchen auch die Unterstützung von Beschäftigten, um gegen Einkommensarmut anzugehen, weil es betrifft ja nicht nur uns, sondern teilweise auch die prekär Beschäftigten in dieser Stadt. Soweit erstmal als Einführung. Okay, erstmal Ulla, dann würde ich weitergeben an Luise Molling vom Kritischen Aktionsbündnis 20 Jahre Tafeln. Ja, hallo, ich möchte uns erstmal vorstellen, wir sind ein Bündnis aus betroffenen Initiativen, Menschenrechtsorganisationen, lokalen Wohlfahrtsverbänden und vielen anderen Initiativen. Warum gibt es uns? Ja, im Jahr 2013 feiern wir ein fragwürdiges Jubiläum. Es gibt 20 Jahre Tafeln in Deutschland. Was einst als eine Obdachlosenhilfe begonnen hat, ist inzwischen ein professionelles System geworden, das systematisch all die Lücken füllt, die der Sozialabbau insbesondere seit der Agenda 2010 hinterlassen hat.
Warum gibt es Tafeln? Weil der Regelsatz, auf dem die Grundsicherung im Alter und der Hartz-IV-Satz basiert, viel zu niedrig ist. Weil es mit diesem Regelsatz eben nur möglich ist, physisch zu überleben. Von soziokultureller Teilhabe ist auf Basis dieses Regelsatzes eben nicht möglich. Deswegen sind immer mehr Menschen in diesem Land, inzwischen sind es über 1 Million, darauf angewiesen, von Tafeln und ähnlichen Einrichtungen die Almosen der Mehrheitsgesellschaft zu bekommen. Das ist ein Skandal. Hallo. In der Öffentlichkeit werden die Tafeln gerne als ein Erfolgsmodell gepriesen, da sie ja allen nutzen. Tatsächlich ist es so, dass Sponsoren und Spender Entsorgungskosten sparen, wenn sie ihre Abfälle den Tafeln zur Verfügung stellen. Politiker übernehmen Schirmherrschaften. Jobcenter verweisen Bedürftige direkt an die Tafeln, weil sie wissen, dass der Regelsatz nicht zum Leben reicht. Die Politik singt das hohe Lied auf das Ehrenamt. Aber was tut keiner? Keiner spricht von den Menschen, die darauf angewiesen sind, vom Abfall der Mehrheit Gesellschaft zu leben. Keiner spricht von den Menschen, die sich der entwürdigenden und beschämenden Situation aussetzen müssen, bei Tafeln die Lebensmittel abzuholen. Längst hat sich ein Zwei-Klassen-System etabliert. Das, was für die Mehrheitsgesellschaft lediglich Abfall ist, soll für ALG-II-Empfänger, Niedriglöhner und verarmte Rentner immer noch gut genug sein. Und behinderte Menschen. Es tut mir leid, wenn ich irgendjemand vergessen habe. Ja, wir möchten das eben ändern. Wir sehen es als einen Skandal, dass sich in einem der reichsten Länder der Erde ein solches Almosensystem etabliert hat. Unter dem Motto, arm gespeist, 20 Jahre Tafeln sind genug, fordern wir eine strukturelle Armutsbekämpfung, statt deren bloßer, symbolträchtiger Linderung durch Tafeln und ähnliche Angebote. Unsere Kernforderung ist eine armutsfreie, bedarfsgerechte und existenzsichernde Mindestsicherung, die eben auch soziale und kulturelle Teilhabe ermöglicht. Ja, was wir tun, wir haben eine breite angelegte Medienkampagne gestartet und außerdem werden wir vom 26. bis 28. April hier in Berlin ein Aktionswochenende veranstalten, zu dem ich alle herzlich einladen möchte. Es findet statt im Supermarkt Berlin in Wedding und wir werden ein umfangreiches Programm anbieten über Lesungen, Kabarett, Theater, eine Stadtrundfahrt zum Thema Armutsindustrie und viele andere Dinge. Außerdem wird es Gelegenheit geben, sich zu vernetzen. Ich würde mich sehr freuen, wenn viele von Ihnen teilnehmen würden, 26. bis 28. April, alle Programmpunkte sind kostenlos, sogar Bewirtschaftung ist kostenlos. Wir würden uns einfach über jeden freuen, der kommt und mit uns diskutiert und sich informiert. Vielen Dank erstmal. Danke, Luise. Ich habe jetzt ein Mikro. Okay, dann möchte ich den dritten im Bunde vorstellen. Das ist Tahir, deinen Nachnamen weiß ich gar nicht. Susan, von Corti & Co. Bitte jetzt nicht, ne? Das halte ich nicht aus. Okay, Teil von Corti & Co. Einige von Ihnen, vor allem die aus Berlin sind, wissen, dass Corti & Co. seit fast 11 Monaten vor den Haifischbauten am Cottbusser Tor ihr Lager haben. Sie haben es winterfest gemacht. Am Anfang waren es 2 Zelte, also ein Gecekondo. Jetzt haben sie es winterfest gemacht. Und die Frage ist natürlich, also wenn man 11 Monate an einer Stelle selbst im bitteren Winter bleibt, was treibt euch an? Also was ist das für ein Problem? Kannst du das mal schildern, Tahir? Ich danke euch. Ich freue mich, hier bei euch zu sein und darüber reden zu können. Es geht darum, zu beweisen, dass wir durchhalten. Weil es wurde gesagt, sie werden nicht durchhalten und nach ein paar Märschen und Demonstrationen werden sie aufhören. Und wir wollten das Gegenteil beweisen. Und wir haben bis heute durchgehalten und wir werden es auch weiterhin tun. Weil die Mietenproblematik, wie wir das eben auch geschildert haben bekommen, die Situation in Berlin dramatisch entwickelt hat. Und gestern starb wegen einem Mietenproblem die Rosemarie, dem ich auch hier gedenken möchte, dass das ein sehr dramatisches Problem in Berlin ist und auch in der Bundesrepublik. Die Zwangsräumung meinst du, ne? Also da seid ihr ja auch mit engagiert. Ist zu laut? Okay, ich versuche es. Was ich noch mal wissen wollte ist, also ihr habt ja bestimmte Sachen auch schon erreicht und ihr habt trotzdem weitergemacht. Kannst du das noch mal kurz erzählen, was ihr da erreicht habt? Also sozial haben wir erreicht, dass die Nachbarschaft zusammengerückt ist und wir uns gegenseitig unterstützen. Und das ist ein sehr hohes Gut, finde ich, die Solidargemeinschaft innerhalb der Nachbarschaft so hochgehalten zu haben.
Und von allem Koller, also da sind verschiedene Lager von Menschen, die zusammengekommen sind, um gemeinsam zu demonstrieren. Frauen mit Kopftüchern und auch links und Menschen von anderen Gesellschaften sind zusammengekommen, um da eine gemeinsame Sache zu machen. Zum anderen, was wir erreicht haben, dass das Mietproblem als Wahlkampfthema schon für dieses Wahljahr heraufgekommen ist. Wir haben es geschafft, dass wir im November eine Mietenkonferenz für Berlin abgehalten werden musste im Abgeordnetenhaus, dass wir das erreicht haben, das erzwungen haben, dass das abgehalten wird. Wir haben nur einen Teilerfolg in dem Sinne erreicht, dass nur bei bestimmten Bereichen die Mieterhöhungen gestoppt wurden, aber nicht alle. Das ist nur ein Teilerfolg. Deswegen ist dieses Erfolg uns nicht genug. Wir wollen deswegen da weitermachen, um eine bessere Mietenpolitik herauszuholen. Ja. Nun. Also wir machen ja die Aktion heute auch, weil es darum geht, dass Reichtum, also übrigens Reichtum, der nicht einfach den Reichen gehört, sondern der riesig angewachsen ist während der Krise. Das muss man sich auch mal klar machen. Der ist riesig angewachsen und den Reichtum, den wollen wir zurück. Und jetzt ist die Frage, also wie stellt ihr das euch im sozialen Wohnungsbau vor? Was muss da passieren, dass den Reichtum, das gelingt uns ja irgendwo, den zurückzuholen, denke ich mal, die Wahlen stehen ja bevor. Also was wäre da so eine Forderung von euch? Wie müsste das aussehen? Wir sind da auch diskutieren darüber, wie das am besten ist. Ja. Die Berliner Politik möchte da lieber auf Neubau setzen und das ist das Problem. Und die wird nicht unter 7 € sein, kalt. Und wir möchten, dass das Bestand auch verbessert wird. Und es ist auch es gibt die Möglichkeit, dass es darunter gesetzt werden kann. Aber die wollen eben diese Politik nicht durchmachen, weil sie diese Schulden abbezahlen möchten und deswegen auch das Ganze hochsetzen. Wir werden dann die Schulden von ganz Berlin bezahlen, beziehungsweise die Mieter durch diese Bestandsmieten, die angesetzt werden, die Rückzahlungen, die durch die Jahrzehnte entstanden sind. Das heißt, die Berliner Bürger zahlen die Schulden von Berlin ab und gemacht haben. Und wir wollen da ansetzen, zu sagen, dass es auch anders geht und dass es auch anders zu berechnen ist. Ja. Gut, also die gleiche Frage an Luise Molling vom Kritischen Aktionsbündnis, also Reichtum umverteilen. Wie stellt ihr euch das nochmal vor in eurem Sektor, wie das aussehen könnte? Ja, uns geht es natürlich vor allem darum, dass erstmal als erster Schritt der Regelsatz deutlich erhöht wird und eben auch nicht mehr durch Sanktionen unterschritten werden darf. Also dass es wirklich eine deutliche Anhebung geben muss, dass es einen Mindestlohn geben muss, dass keiner, der arbeiten geht, nicht mehr davon leben kann und dass auch die Menschen, die keine Arbeit haben, weil es nun mal einfach nicht genug Arbeitsplätze für alle gibt, dass auch die Kranken und die behinderten Menschen, die ich eben vergessen habe, dass all diese Menschen menschenwürdig leben können. Und das ist nur möglich, wenn wir den Regelsatz deutlich erhöhen und diese Hartz-IV-Sanktionspraxis abschaffen. Mhm. Ulla? Ja, sie hat was möchtest du noch überhaupt anfügen? Ja, ich kann nichts mehr. Ich kann sie nur zu Verdi einladen. Ich hoffe, du bist Verdi-Mitglied. Also es wäre die Position auch von Verdi, was sie gesagt hat. Aber ich würde gerne noch was anfügen, was die Wohnungen betrifft. Ich bin sehr wohl der Meinung, dass es einen sozialen Wohnungsbau geben kann, der auch bezahlbar ist, wo auch Menschen leben können. Oder aber man muss die Mieten deckeln. Also das heißt, unser Problem ist natürlich, Berlin ist irre teuer. Man kann kaum noch im S-Bahn-Ring wohnen letztendlich. Ich habe selber ein Dreivierteljahr lang Wohnung gesucht und habe nach einem Dreivierteljahr lang dann eine Wohnung gefunden, aber von Neukölln nach Lichtenrade bin ich gezogen. Also das heißt, immer noch gerade am Ende, aber eigentlich kann man da auch nicht wohnen auf Dauer, weil die Mieten sind auch da gestiegen. Also das Grundproblem sind Mieten für uns und wir machen als gemeinsam, es gibt noch in Berlin sowas wie die gewerkschaftlichen Erwerbslosengruppen im DGB, das wollte ich zum Schluss nochmal sagen vielleicht. Und wir machen dann auch eine Veranstaltung im Juni gegen hohe Mieten in Berlin, wo wir dann natürlich auch kooperieren, auch mit Kotti und natürlich unterstützen wir das Kritische Tafelbündnis als Erwerbslose in Verdi auch. Also und dass der Regelsatz erhöht werden muss ohne Sanktion, ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Und das heißt, aber wir wollen auch, und also
das heißt, das Grundproblem ist für mich oder für uns auch die Vermehrung. So sagt beispielsweise eine SPD-Senatorin hier in Berlin, 50% der Erwerbslosen in Berlin sind ohne Abschluss. Und das heißt, und das Ergebnis ist dann, und dann wird behauptet, ja, wir müssen die Leute im Grunde genommen coachen. Also das heißt, wir müssen die zum Arbeitgeber bringen. Und unsere Einschätzung ist, es gibt eine Massenarbeitslosigkeit. Auch hier in Berlin haben wir 550.000 Erwerbslose, die Arbeitslosengeld 2 beziehen, nur Arbeitslosengeld 2. Da kommen noch andere, da kommen noch Grundsicherung im Alter dazu und Sozialhilfe. Also das heißt, das Grundproblem ist im Grunde genommen, dass die Diffamierungskampagnen gegenüber Erwerbslosen immer wieder von vorne gestartet werden. Das heißt, ob man jetzt krank ist, ob man ohne Qualifikation ist, also das heißt, es wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Und dagegen treten wir auf Dauer an und deswegen machen wir das auch in der Verdi. Ich würde abschließend gerne nochmal auf Kotti und Co. hinweisen. Das ist nämlich ganz wichtig für alle. Also ich weiß nicht, ob Sie alle wissen, dass die Sozialmieter und Mieterinnen in einer besonders schlimmen Situation sind. Deren Mieten sind teilweise über den Altbaumieten in Kreuzberg-Neukölln, wo ich zum Beispiel wohne. Das liegt an der Konstruktion, das kann man alles auf der Website von Kotti und Co. gut nachlesen. Auch auf der Wohnungskonferenz wurde das diskutiert. Und ich möchte abschließend allen danken, aber ich möchte Kotti und Co. ganz besonders für Folgendes danken. Und es geht ein bisschen auch nochmal auf das ein, was du, Ulla, gesagt hast. Wir hatten jahrelang immer, was ich selber jetzt einfach mal als neoliberal bezeichne, so die neoliberale Vorstellung, wenn genug Angebot ist, dann wird sich das mit den Mieten schon regeln. Ne? Ich glaube nicht, dass das über den Markt geht und ich als Mieterin in Neukölln danke Kotti und Co. aus Kreuzberg, dass sie das erste Mal das wieder geschafft haben, dass in der Mietenfrage Deckelungen, Kappungsgrenzen diskutiert werden. Also Tahir, danke schön, das kommt uns allen zugute. Ich danke euch. Und damit war's das. Danke euch. So, vielen Dank. Nach einer ganz kleinen Pause wird dann Heidi Knake-Werner von der Volkssolidarität zu uns reden. Wir machen jetzt ein kurzes Lied dazwischen, dann kommt Heidi.